So, hier sind wir wieder bei SaberTech, eurem Kanal über Hardware in Gaming und alles, was dazugehört, in Steel Division 2. Und ja, die Offensive nimmt jetzt immer mehr an Fahrt auf. Ja, ich greife jetzt hier mal ein bisschen an mit diesem schon leicht angeschlagenen Verband. Hoch, halt, so. Genau, der Gegner kann nur eine Einheit ins Feld führen. Und da diese Einheit nur aus Artillerie besteht und ein Kommandant-Trupp, wird das relativ easy ausfallen. Auf der gleichen Karte hatte ich ja schon mal so ein kleines, schnelles Rush-Manöver durchgeführt. Werde ich jetzt auch wieder auf die gleiche Art und Weise durchführen. Schon mal ein Manöver gut funktioniert hat, dann sollte man da dem auch treu bleiben. So, dann wieder auf zum munteren Vorrücken. Ausladen und Feuer frei. Tuli Papa, mit dem Bein, Feuer und Zucker.
Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, dann kann er hier mal hier rein. Ryhmä valmiina, Kessu. Jetzt habe ich schon alle Kontrollpunkte inne. Perkele, minuun osui! Tassua toisen eteen. Sano vaan mitä tehdään. Kaikki ulos! Ryhmä valmiina, Kessu. Selvä. Onneksi joku tietää, mihin mennään. Vien perille asti. Ampukaa päin. Selvä. Nyt siihen alkkiin. Tuli takaa. Vielleicht zu Ende. Tarkistakaa ammukset. Vihollinen edessä. Mitäs tehdään? Gut. Sehr schön. Kein Mann verloren, den Feind vollständig aufgerieben. Sehr schön. So, jetzt setzen wir den Ganzen ein bisschen nach. Ein bisschen gucken, wie man das am schlauesten anstellt. Den Trupp hier hin. So, jetzt habe ich hier meine Ortschaft, die ich wollte, schon eingenommen. Mal ein bisschen überlegen. Ihr kommt dahin. Die Artillerie. Ja, diese Grenzschutz. Bataillon kann ja so schnell vorrücken, dann bringen wir es mal ein bisschen weiter an die Front. Ihr rückt ein bisschen hier durch. Ihr könnt dahin. Jetzt die Infanterie nachziehen. Rückt auch nach.
Ja, verstärkt die hier. Und ihr rückt von Norden her durch. Ihr verschanzt euch. So, dann holen wir uns Verstärkung ran. Hier mit zusätzlicher Infanterie. Hier rückt mal ein bisschen nach vorne vor, damit die da mehr Wirkung entfalten kann. Und das sind hier die zwei Schützenregimenter, von der in der nächsten Runde dann ein Gegenangriff ausgehen kann. Aber die stoßen dann auf relativ gut positionierte Einheiten. Das ist gut. Alles klar. Gut, dann mache ich mal an dieser Stelle einen kleinen Cut und überlege mal kurz, wie ich dann nochmal weiter hier vorgehe. Bis dann, euer Sebastian. Ciao.